Coriolis, Gnade der Ikonen. Vorspiel zu Die letzte Zyklade. Die freien Nachrichten. Sechzehnter Tag im Segment des Boten im 62. Zyklus der Coriolis-Station. Es ist schwarz und ich bin alleine. Aber etwas lauert da, jenseits meiner Sicht in der Finsternis. Es kommt. Bevor es mich hat, wache ich mit einem erstickten Schrei auf und verriet es in meiner Koje. Putzt was, wie Zeno es verlangte. Hören diese Träume jemals auf? Immerhin bin ich zu Hause. Davaran bietet jetzt Halt und guten Chai. Aber ganz wegwischen kann ich es nicht. Nitan sieht mir die Träume an. Wir sind zum Strand geflogen und haben den Tag noch entspannt vor dem Termin mit dem Archiv. Wir brachen etwas überhastet nach dem Bad am 17. Tag Segment des Boten auf zur Wolkenstadt. Aber Zeno zeigte mal wieder, was er drauf hatte. Die Wolkenstadt protzte wie immer und die sorglosen Tage hier sind wie ein alter Schatten. Ich bin froh, dass die wichtigen Gespräche abseits des lauten Lebens laufen. Vizier Fahim Ayob war für die Dari da und vom Archiv Chandra. Sia ist in ihrer Nüchternheit bezaubernd. Wir unterhielten uns über unseren Wunsch. In den Augen des Ordens, selbst der Chiefs, war Samira eine Heretikerin. Sie bieten uns trotzdem eine ehrenhafte Bestattung und die sichere Reise an. Dafür verlangt Sia viel. Wir erzählen von den Geschehnissen in den Sümpfen von Sultra und dem Bombardement. Es war wohl nicht im Stil des Ordens. Wer war es dann? Zusätzlich sollen wir herausbekommen, was die Krieger des Lichts aufstachelte. Akoba Kosha kann hier der Anfang sein. Das ist noch nicht alles, was sie wollen. Ja, was der Orden noch von Jakob Gallab möchte, werden wir wahrscheinlich irgendwann erfahren. Aber aktuell sind die Crew der Abaya nach den sehr konstruktiven Gesprächen mit dem Orden des Paria wieder abgereist. Es war eine unangenehme Reise, hatte sich doch ein komplettes Gewitter um die Wolkenstadt gelegt und entsprechend viele Blitze haben in die Abaya eingeschlagen. Sehr zum Leidwesen von Tupra, die dann, als ihr wieder auf Dada gelandet seid, den Schaden sich genauer anschauen durfte, aber es waren zum Glück nur ein paar einzelne Kabel, die durchgeschmort sind. Und so seid ihr wieder zurück in der wunderschönen, furchtbar verwirrend aufgebauten Stadt Dada. Zurück in der Heimat, zurück in den Schoß eures Patrons. Und es ist mittlerweile der 18. Tag im Segment des Boten im 62. Zyklus der Coriolis-Station, als ihr gut ausgeruht in euren Quartieren in der Stadt wieder aufwacht. Angenehm, warm, aber frische Luft. Was habt ihr vor? Als Captain sehe ich jetzt mal meine Aufgabe an. Ich koche erstmal einen ordentlichen Chai. In meinem Stile koche ich den ordentlichen Chai. Schnappe mir dann irgendwie ein Tabular und möchte mal so ein bisschen die Nachrichten gucken, was ist so passiert in der letzten Zeit. Mhm. Ja, wenn du das Tabular anschaust, hörst du auch draußen den Brotverkäufer durch die Gassen tingeln. Frisches Brot. Genau im Stile, wie du es gerne haben möchtest. Der Geruch zieht an deinem Fenster vorbei. Ja, das Tabular erzählt weiter Geschichten darüber, dass man immer noch diese eine große Zeniterin sucht, aber sie wurde immer noch nicht gefunden. Das Drama um die Wolkenstadtherrscherin der Dari von der Dari dort zieht sich also weiter in die Länge, was sehr zur Freude des Klatschteils des lokalen Bulletins ausgeschlachtet wird. Alles wie immer. Ich überfliege das kurz und würde dann irgendwie nach kurz einer Minute wirklich nochmal rausrennen, um zum Brot für den Fladen und Ähnliches zu holen. Ja, du kriegst ohne weiteres wunderbar duftendes Brot. Und so sitzt du dann zu einem sehr scharfen Chai. Sehr gutes Brot, tunkst es wahrscheinlich entsprechend immer wieder in die größere Tasse, die du dir gemacht hast. Als dann dein Tabula nochmal anfängt zu blinken, eine Nachricht kam ein. Ich schaue sie mir an. Von der Coriolis-Station. Okay. Beziehungsweise, wenn du genauer schaust, sind es sogar zwei Nachrichten von der Coriolis-Station. Dann schaue ich da rein. Die erste Nachricht ist von der Person, nämlich Dr. Vana,
Die dann entsprechend als Videobotschaft bei dir auftaucht. Mein lieber Jakob, nachdem ihr eure Schulden ja beglichen habt, seid daran erinnert, dass eure Schuldentilgung nun aktuell fortgeschritten genug sind, dass ihr genug Zeit habt, lukrativere Jobs anzunehmen. Ich hoffe, ihr vergesst nicht, dass ihr immer noch eine Verpflichtung gegenüber mir habt und werdet entsprechend die Zeit weise nutzen in den nächsten zwei Segmenten, dass ihr entsprechend nicht nochmal in Rückstand geratet. Ich kenne eure Verpeiltheit sehr gut und weiß entsprechend, dass ihr es sonst vergessen würdet. In diesem Sinne seht es als freundlichen Dienst von meiner Seite, dass ihr nicht nochmal ins Hintertreffen gerät, wenn ich euch hieran nochmal erinnern sollte. Ich werde eine ähnliche Nachricht im nächsten Segment schicken. Mit freundlichen Grüßen. Verdammte Hexe. Und die zweite Nachricht? Ja, das ist eine andere Nachricht, die dir keinen Absender hat. Ich klicke drauf jetzt, also bin es. Ja, ein Mann taucht darauf auf, der an einer sehr stark rauchenden Zigarre zieht und meint dazu nur: Sehr geehrter Herr Gallup, mir wurde entsprechend von meiner Reporterin Sheila Kuhari mitgeteilt, dass sie durchaus Interesse hätten an einer Kooperation. Ist das ein Video oder ist das jetzt ein Telefonat? Ein Video. Ja, genau. Es ist eine Videonachricht. Und er zieht dann sehr genüsslich an seiner Zigarre und meint dann nur: Wie Sie vielleicht wissen, sind die Informationen, mit denen ich und meine werte Reporterin hantieren, durchaus heikel. Entsprechend werde ich Ihnen natürlich hiermit keine weiteren Details offenbaren können. Entsprechend würde ich Sie einfach gerne einladen, zu mir in mein kleines Büro in der Coriolis-Station zu kommen. Die Adresse finden Sie entsprechend im Anhang. Sollten Sie Interesse an einem durchaus lukrativen Auftrag haben, kommen Sie gerne vorbei. Dann erkläre ich Ihnen auch gerne die weiteren Details. Möge der Händler dieses Geschäft segnen und Sie günstig stimmen. Dann hört die Nachricht an der Stelle auf. Überlege jetzt gerade, Coriolis-Station, Zalos B. Kommt man da irgendwie von hier jetzt von da rein? Ja. Ihr müsst, wenn ihr nach Zalos wollt, müsst ihr am Kursystem vorbei. Das heißt, Coriolis liegt immer auf dem Weg. Ah, sehr gut. Du siehst dann auch die Adresse, die dann entsprechend dazu angehängt ist. Und das ist, wie gesagt, eine, jetzt keine in den Hauptgassen der Coriolis-Station. Aber du siehst, die Absenderadresse, das Büro-Adresse heißt Freie Nachrichten, Inhaber Drefusol Amadi und entsprechend eine Angabe von Etagennummern im Regen der Coriolis-Station. Ja, ist notiert. Ich würde mal abwarten, bis ich mit der Crew geredet habe, wann wir jetzt wirklich hier auf, wann die hier aufbrechen wollen und ob da noch was noch zu erledigen ist. Aber ich denke auch, innerhalb der nächsten paar Tage werden wir aufbrechen. Wie lange dauert die Reise etwa? Mehrere Tage. Aber ja. Ihr habt ungefähr beim letzten Mal ungefähr 10, 12 Tage gebraucht. Dann würde ich auch nur kurze, wirklich nur so eine kurze Nachricht, Textnachricht mäßig schicken. Ich bin gerade noch auf Reisen und würde wahrscheinlich so in etwa 3 Wochen wieder mal auf Coriolis sein. Möchtest du keine Videobotschaft schicken? Das kann ich auch machen. Ich denke mir gerade mal so, ich habe wahrscheinlich so ein wenig gerötete Augen und. Ach, eigentlich bist du doch ganz, bist du ausgeschlafen, hast deinen Chai gehabt und sogar was zu essen. Das ist der Chai, deswegen. Das schöne Brandgefühl ist immer eine sehr gute Sache. Amadi, mein Freund, ich werde in etwa 21 Tagen wieder in Coriolis sein. Momentan befinde ich mich noch auf einer Reise und werde den Abschluss dann da vorbeikommen und mich bei Ihnen zeigen. Ich hoffe, es bleibt dann bei der Absprache, dass da nicht mein Name auftauchen wird. Eine Lobpreisung in einer Ikone? Ja, möge der Bote die Wahrheit ans Licht bringen. Sehr schön, passt jetzt prima zu eurem neuesten Crew-Ruf. Möchtest du Dr. Warner noch was schicken? Ehrlich gesagt nicht. Wenn ja, was?
Dafür habe ich gerade zu gute Laune. Warten wir ab, wenn man ein bisschen Kohol hatte oder Probleme, dann kann man nochmal eine Nachricht schicken. Okay. Hat sich denn irgendjemand erbarmt, mit in den warmen Bereich der Stadt sich lieber reinzusetzen zu Jakob, oder sind die meisten auf dem Schiff geblieben, wo es einfach durchtemperiert ist? Lass den doch nicht alleine laufen. Okay, dann kriegst du ja so halbwegs mit, was er gerade mit seinem Tabula macht. Besorgst du uns Arbeit oder besorgst du uns Probleme? Ich glaube beides. Können wir auch irgendwann mal einen Job erledigen, der nur Arbeit beinhaltet? So was ganz Langweiliges. Ohne das kleinste Risiko, dass irgendjemand angeschossen, vergiftet, angeklagt, eingesperrt oder mit dem Leben bedroht wird? Gewiss, gewiss, aber ich glaube, dass diese werfen nicht genügend Bier ab, dass wir auch wirklich unser Schiff bezahlen können. Ja. Und jetzt geht es im Endeffekt darum, ein paar lose Enden aufzuknüpfen, die Samira noch hatte. Das ist ein Argument, gegen das ich mich nicht zur Wehr setzen kann. Und wenn das uns jetzt noch lukrativ für uns ist, finde ich das schon sehr verlockend. Wie weit hast du überhaupt Nitan über dein Gespräch mit Jela Kuhari aufgeklärt? Oder weißt du das noch nicht? Ich glaube, du wusstest das. Bis jetzt habe ich das, glaube ich, noch keinen gesagt, weil ich war in der letzten Zeit eher so ein bisschen in mich gekehrt wegen den Vorkommnissen aus den Sümpfen von Sultra. Genau, wie gesagt, es geht um die Sachen, die Nitan mit der Reporterin vom Bulletin noch besprochen hatte. Du meinst Samira? Die Samira mit besprochen hatte. Und ich möchte die Sachen jetzt gerne doch mal ein bisschen noch mal Öffentlichkeit präsentieren. Warte mal, Jada, war das nicht diese impertinente Person, die mich nicht in Ruhe gelassen hat und ständig ankam und fragte, ob du überhaupt weißt, wen du da an Bord hast? Ich glaube schon. Schön, großartig. Und jetzt würde ich gerne noch haben, dass halt Samira ein paar Geheimnisse gerade über die Sachen, die passiert sind, auch noch mal der Öffentlichkeit präsentieren kann. Ganz im Sinne des Boten. Und der Händler scheint uns da auch noch gut genug zu meinen, dass wir vielleicht noch eine Ladung oder noch eine weitere Rate da zusammenkriegen können vielleicht. Ich sehe, wie gesagt, da noch wirklich Probleme auf uns zu kommen. Aber du bist der Captain. Ja, wir müssen auch schauen, wo wir die Schwestern finden. Ja, bis jetzt ist nämlich keine Antwort an Nitan zurückgekommen. Lass mich raten, die Dame mit dem grünen Kopftuch ist auch nirgendwo zu sehen. Ihr habt sie bis jetzt nicht gefunden, nein. Naja, gut. Die Frage ist jetzt, was sie tut. Ihr könnt noch ein paar Tage in Dabaran verbringen oder ihr könnt entsprechend schauen, was ihr mit den restlichen losen Enden, die ihr noch habt, anstellt. Ich glaube, ich würde mal wirklich so ein bisschen, habe ich im Hinterkopf, nach irgendwie die Namen ihrer Schar an Samala About, die irgendwie Leot Dolquasar mir gegenüber erwähnt hat, und irgendwie möchte ich da nochmal so ein bisschen gucken. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, wer das war. Mhm. Ja, dann würfel doch mal auf Datagen minus 3. Oh, nee. Frage ist, ob du zum Boten beten möchtest, dass er vielleicht doch die Informationen bei drei verbleibenden Würfeln dir offenbaren soll. Ich glaube, ich probiere mein Glück. Lieber Bote, zeige mir nochmal meine Erinnerung. Ist, glaube ich, immer noch nichts passiert. Jetzt sind es 5-5-4, also kein Erfolg. Nee, dieser Name führt zu nirgendwo hin. Kein einziger Treffer, dein Suchagent, die du per Sprachkommando ins Infonetz schickst, versteht es nicht. Naja, dann werden wir die. Blenden wir doch mal rüber. Wo ist denn Anuket hin? Ich vermute mal, Xeno ist auf dem Schiff. Ja, ich bin in der Küche und mache mir einen Chai ohne diesen ganzen scharfen Scheiß. Ich versuche irgendwas zu essen zu finden, weil es ja keine Pistazien gibt. Mhm. Doch noch was anderes außer Pistazien, ja. Ja, getrocknete Feigen und Datteln. Ja, das ist ja Zucker pur. Ja. Ja, und? Ist ja jetzt nicht schlimm, oder? Naja, nicht per se, aber dann hast du ja ständig Hunger. Ja, du hast ja auch immer Hunger, deshalb ist es ja egal, auch wenn du Pistazien isst. Also ich find's lecker, meint dann nur Shahid, der da sich das mit aufgepoppten Quinoa-Körnerchen sich Datteln reingeschnitten hat. Das geht so nicht. Ich glaube, ich muss einkaufen gehen. Ihr könnt doch nicht einfach nur Zucker futtern. Das ist leckeres Körnerzeug. Ja, schon klar. Aber es ist kein richtiges Essen. Ihr sollt euch ausgewogen ernähren. Im Weltraum muss man gesund sein. Ich hätte hier noch eine Schüssel Mandeln. Schiebt ihr eine Schüssel hin? Oh ja, Mandeln sind lecker.
Aber kennst du das Konzept von Gemüse? Ja. Du musst noch wachsen. Moment. Geht dann jemand Gemüse kaufen, günstiges. Geht zum Kühlschrank, holt viele kleine rote Früchtchen heraus. Hält ihr das hin? Bitte. Ist das? Lecker. Das ist auch Zucker. Nein, das ist Gemüse. Das ist vor allem diejenigen sagen, die nur Pistazien essen will. Die sind ja auch gesund. Das ist ein Gemüse. Probier mal. Kannst du das kochen? Ja, man kann es aufschneiden, man kann es grillen, man kann es in verschiedenen Soßen einlegen. Supra meinte, der Händler hat gemeint, das wäre sehr, sehr lecker. Ich rieche mal dran. Ja, riecht wie eine Paprika. Mhm. Dann kann es ja so schlimm nicht sein. Ja, dann fange ich mal an, die Sachen zu grillen. Grillgemüse zu machen. Ja, während der Geruch von gegrillten Paprika sich ausbreitet, kommt dann Tupra mit vielen verschmorten Kabeln in die Messe. Eieiei. Es riecht entsprechend nach verbrannten Kabeln dazu. Mm. So, meint sie dann an Zenogrand. Alle Kabel ausgetauscht. Warum fliegt ihr durch einen Blitzsturm? Hätten wir nicht länger da oben bleiben können? Hätte man machen können, aber wir hatten keine Zeit, sagen wir es mal so. Oder wir wollten einfach nicht warten, sagen wir so, kann man es auch bezeichnen. Warum fliegen wir an den Vergnügungsort dieses Planeten, wenn wir dort nur eine Stunde sind? Weil wir nur was erfahren wollten und uns nicht vergnügen. Ja, wir müssen ja schließlich arbeiten und Geld verdienen. Bis jetzt machen wir mehrere Tage Urlaub scheinbar hier, aber gut. Immerhin eine Person hier, die noch arbeiten möchte. Immerhin etwas. Und klopft dir dann freudestrahlend auf den Rücken. Alle Recherchezeiten. Die kann man leider nicht verkürzen. Ja, wenn dann Anuket fertig ist und dann den ersten Bissen nimmst, stellst du fest, das sind Jalapeno. Du Scheiße. Los, guckst du komisch. Es ist scharf. Oh. Ach so. Los. Ich koste auch mal eine. Ja. Ich finde das jetzt eigentlich nicht geht rabier. Noch halbwegs, aber dann kommt die Schärfe ganz hinterhütig über den Rachen. Ich gucke in den Kühlschrank, ob irgendwas mit Fett da drin ist. Ja, Ziegenmilch. Ziegenmilch, super. Ich trinke einen halben Liter Ziegenmilch hinterher. Toll. Was? Ich gehe mal einkaufen. Ja, kauf aber keine Pistazien. Warum nicht? Weil die zu teuer sind, habe ich gehört, hier in der Gegend. Also brauchst du dein eigenes Geld, was du sicherlich hast. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Ihr habt alle eine schöne Summe von Akupa Kosha damals bekommen. Für eure Zeugenaussage. Echt? Weil ihr im Gegensatz zu eurem Captain zurechnungsfähig wart. Für eine Aussage. Könnte sein. Ja, habe ich mir, glaube ich, sogar notiert. Ja. Möchte jemand mit einkaufen gehen? Kannst du meinen Lehrling mitnehmen? Kommt auch mal raus und putzt nicht nur die Decken und die Böden und die Fenster und die Wände und das Katzenklo. Ich habe die Rampe auch gefegt. Und die Rampe siehst du. Er ist sogar schon bei der Rampe angekommen. Naja, Dupra meinte, ich sollte jetzt dann den Außenbereich von den Schmauchspuren abschrubben. Ach Quatsch, gehst mit einfach. Kommst du mal raus, da siehst du mal was. Naja, beim letzten Mal wurde ich in die Gasse gezerrt, in ein Kryostasebett gesteckt und danach mehrere Wochen lang verprügelt. Da weißt du, was du da letztens falsch gemacht hast. Möchtest du mir sagen, du möchtest das nochmal haben oder eher nicht? Nein. Ich bin sehr froh über Meister Galabs großzügiges Angebot, mich mitzunehmen. Na, dann kommen wir jetzt mit einkaufen. Ich brauche jemanden, der mir tragen hilft. Ihr müsst keine Angst haben. Okay, Meisterin. Schön, nichts passieren. Jetzt fehlt mir gerade der Nachname von dir. Fassad. Ja, Meisterin Fassad. Hier, nimm mal diese Beutel mit und dann gehen wir jetzt los einkaufen. Ja, ihr lauft entsprechend durch die Gässchen. Diverse Marktstände sind innerhalb der Gassen integriert in den Gebäuden. Und ja, es gibt diverse Auslagen von verschiedenen Früchten, unter anderem viele von diesen Früchten, die du gerade gegrillt hast. Okay, ich gehe dran vorbei. Ich suche gezielt sowas wie Fladenbrot und grünes Gemüse, was nicht aussieht wie irgendeine Frucht, die scharf sein könnte. Möchtest du jeden Händler fragen, ob dieses Ding scharf ist? Im Zweifelsfall, wenn ich das Gemüse nicht kenne, ja. Vielleicht sehe ich ja irgendwas, was ich kenne. Dann würfel doch auf Manipulation, ob der Händler dir heult ist, die richtigen Leute so anzusprechen, dass sie sich nicht beleidigt fühlen, dass du ihre Auslagen beleidigst. Okay, mit einem Erfolg, irgendwann erbarmt sich dann doch jemand mit dir darüber zu reden. Ja, gut, Brot, ja, haben wir. Ja, wir haben auch noch Ziegenmilch, wir haben auch Schafmilch, wir hätten auch noch Kamelmilch. Wir haben auch entsprechende Käsesorten davon. Wir haben noch diverse Früchte, zeigt auf das Gemüse. Mit den roten
und in grün. Sehen aber alle gleich aus. Dann diverse Säcke von irgendwelchen Getreide und diverse Säcke an verschiedenen Gewürzen. Okay, dann nehme ich Brot und Käse und lächle dann. Ja. Ihr Favorit, nimm das. Seid ihr sicher, dass dieses Wagenrad von einem Käseleib wirklich in das Schiff passt? Natürlich. Luckt und rollt dann den Käse hinterher her. Super. Ich fühle mich gut, bin zufrieden. Es gibt Käse und Brot. Was will man mehr außer Pistazien? Die gibt es ja wahrscheinlich eher nicht. Also du hast auch noch Mandeln gesehen. Aber ja, die haben wir ja offensichtlich. Und natürlich auch die Feigen und Datteln, die habe ich jetzt auch unterschlagen, weil... Die haben wir ja schon, ja. Ja, dann rollen wir nach Hause. Dann wäre mittlerweile die Tagwache angebrochen und die Frage ist, was tut ihr jetzt alle? Betet habt ihr alle noch nicht. Ich hab einen, also das, was mir tatsächlich einfällt, mal jetzt wirklich Zeit nehmen für ein ausgiebiges Gebet. Es gibt hier einen sehr schönen kleinen Tempeldom. Ja, wirklich sich die Zeit nehmen, vielleicht auch mit einem Priester sprechen über die Dinge, die so passiert sind. Also das Konzept der Beichte gibt es so gesehen im dritten Horizont jetzt direkt nicht, aber ja, du kannst dich natürlich mit Leuten unterhalten, die die Tempelanlage betreiben. Es gibt entsprechend einen Prediger im Tempeldom, der auch entsprechend hier immer wieder sauber macht, die Opfergaben prüft, ob sie noch gut genug sind oder ob sie dann weg können. Und ja, die Frau guckt dich dann so an, nickt dir den Ikonen zum Gruße, den Ikonen sei Dank. Habt ihr gefunden den Weg in diese Hallen? Ja. Was kann ich für euch tun? Das, was ich benötige, könnt ihr mir nicht geben. Aber vielleicht ein offenes Ohr. Natürlich. Der Händler und der Bote werden euch entsprechend hier in dieser Halle erhören. Ja. Ja, ich fange halt so ein bisschen an zu erzählen von den Reisen und... Dann nimmt sie dich ein bisschen am Arm, führt dich so ohne viel großen Druck dann eben rüber zur Ikone des Reisenden. Mhm. Weil sie findet, das gehört natürlich in Gegenwart des Reisenden erwähnt, dass du viel gereist bist, viel erlebt hast. Ja, also was ich aber tatsächlich dann doch nicht tue, ist zu erzählen, dass da doch viele Menschen gestorben sind auf diesen Reisen. Mhm. Das kriege ich nicht fertig. Person wirkt nicht so, als wäre sie dafür richtig, das zu hören. Aber ich frage sie dann nach der Lotus-Schwesternschaft, ob sie weiß, wo man die findet. Spuckt die dann so an, meint dann nur. Nun, die Schwestern betreiben die Kurkenhäuser, die Schulen an vielen Orten. Hier am Mathematischen Institut kümmert sich so gesehen die Universität darum. Aber ihr werdet entsprechend immer wieder Orte finden, wo sie wirken. Sie kümmern sich um diejenigen, die zurückgelassen worden sind. Um die, die halt Hilfe brauchen. Und wenn man so den Bulletin-Nachrichten trauen darf, sind sie so gesehen die besseren Samariter. Möglich. Ja, dann würde ich tatsächlich mich auf die Suche machen und gucken, ob ich da jemanden finde, der mir weiterhelfen kann. Wenn du dich jetzt einfach rumfragst, ob jemanden kennt, dann wirst du hier in der Stadt wahrscheinlich keinen großartigen Erfolg haben. Mhm. Also innerhalb von Dada wirst du, wenn du nicht die grün gewandete Frau wiederfindest, wirst du hier wahrscheinlich niemanden finden. Niemand hat je was von der Schwesternschaft hier innerhalb dieser Stadt gehört. Niemand. Sie wissen alle, dass sie existieren, aber niemand wüsste jemanden, der hier von dieser Fraktion hier anwesend wäre. Also sie existieren, aber wo sie sind, von Dada, weiß keiner. Auch nicht im Sanatorium. Nö, weil das ist hier die Mathematische Institut, das ist halt die Hauptfakultät, aber es gibt ja auch eine Medikurgen-Ausbildung und die ist halt im Stile der Zeniter. Also im Sinne des normalen Instituts, aber halt unter dabaranischer Eigenverwaltung. Dabaran ist ja, wenn man es jetzt irgendwie in die realweltliche Politik übertragen würde, sowas wie die Schweiz des dritten Horizontes. Die sind halt neutral zu allen Fraktionen und auch sehr eigenständig. Ich würde noch ein paar Mal nach Thalia fragen, aber wenn man sie auch nicht kennt, würde ich es hätte. Ich würde es irgendwann aufgeben und wahrscheinlich den Tag einfach mit dann auch Genuss und Ausgelassenheit beenden. Also ich würde dann praktisch auf den Abend warten und das machen, wofür wir eigentlich hergekommen sind, nämlich Urlaub. Ohne dass mich irgendwelche merkwürdigen Personen darauf ansprechen, dass ich Probleme habe. Nö, nee, spricht die auch keiner aktuell an auf irgendwelche Probleme. Gut, dann wissen wir, wie Nita an ihren Tag verbringt. Was machen denn die anderen noch? Also Anuket geht einkaufen. Zeno wird immer wieder von Tupra mit Reparaturarbeiten behelligt.
Außer er möchte noch irgendwo aus dem Schiff rausgehen? Ich würde eigentlich das Schiff relativ fertig machen, oder? Okay, also du sorgst einfach nur dafür, dass dann die Einkäufe, die Anoket irgendwann bringt, dann entsprechend verräumt werden. Ja, dass halt auf dem Schiff alles in Ordnung ist, technisch gesehen. Tupra holt Ersatzteile für die Kabel, die jetzt sie ausgetauscht hat, um die Dinger wieder aufzufüllen. Auch da kannst du unterstützen. Dann wäre nur die Frage, was noch Jakob macht. Ich würde auch nochmal jetzt hier zum Gebet gehen. Ich glaube, ich würde jetzt hier... Für lange Reisen wäre die Ikone des Reisenden eine sehr gute Wahl. Ja, stimmt. Ist eigentlich eine gute Idee, den Reisenden würde ich... Was ist das Opfer? Das passende Opfer bei dem? Das Zuckerschiff zum Beispiel. Das würde ich mir vorher dann entsprechend noch besorgen, da als Opfer dafür. Ja, der Händler bietet dir nicht nur Zuckerschiff und Opfergaben an, sondern auch Talismane. Solche Händler bieten eben regeltechnisch auch die jeweiligen Talismane der jeweiligen Ikonen auch an. Da werde ich mal gucken, so ein bisschen so wie der aussieht, Qualität des Ganzen. Und ich denke mir nur, ich hatte schon mal das Vergnügen gehabt, als ich nach Kur flog und irgendwie sehr lange im Nichts verschwunden war. Und in dieses Nichts möchte ich gerade nicht so lange verkehren. Die Frage ist nur, für welche Ikone möchtest du einen Talisman kaufen? Reise. Okay, dann kaufst du entsprechend einen Anhänger mit dem Abbild eines Segelschiffes. Mhm. Gut, dann kannst du dir entsprechend die Birrsumme für einen Talisman abziehen. Ich überlege jetzt gerade hier, wer wäre für mich jetzt irgendwie ein Ansprechpartner für die Geschehnisse für mich von Sultra mit der Finsternis? Wäre das der Märtyrer oder der Gesichtslose? Oder die Herrin der Tränen? Also der Märtyrer ist ja die vom Orden des Paria, die Richterin wäre das ja in der normalen Ikonenglauben. Ja, ich meine für die Sache, die mir da geschehen ist, einfach so, was wäre dann derjenige, den ich dann darauf für ansprechen würde? Naja, weil derjenige, der in den Schatten agiert, ist ja der Gesichtslose, aber effektiv sind alle Ikonen diejenigen, die ich vor der Schwärze zwischen den Sternen bewahren können. Die Frage ist halt nur, in wessen der neuen Ikonen möchtest du dein Glück legen? Ich bin an meiner Geburtsstätte hier wieder angekommen, da möchte ich auch entsprechend, glaube ich, meine Geburtsikone wirklich nehmen, das wäre dann die Richter. Mhm. Ein Talisman kostet übrigens 50 Birre, ist also vergleichsweise günstig. Lass mich raten, er hat quasi auch keine besonderen Fähigkeiten. Ein Abbild oder ein Symbol, das eine Ikone abbildet, wird am Körper getragen oder irgendwo sichtbar, an einem Fahrzeug oder einem Schiff beschäftigt, um Glück zu bringen, um dunkle Einflüsse zu schützen. Ein gesegneter Talisman bringt eine Modifikation von +1 auf Würfe, die eben entsprechend zu diesem Ding gehören. Ja, das ist schon mal gut. Dann kann ich den an der Bar ja hinterher anbringen. Ist dann so die Würfel, die am Rückspiegel hin. Nee, dann würde ich wirklich mal die Richterin aufsuchen jetzt hier. Aber, oder einen Schrein der Richterin. Du kennst ja das Abbild der Person, die ihr die Hand über dich richtet. Ich würde mich dann davor begeben, das war die auch mit Blutopfer, so ein bisschen oder so ein Blutstropfen oder sowas bei der Richterin? Nicht ganz. Und oder war das der Namenlose? Alte Matriarchin, Schwert an ihrer Seite. Meinst du den Gesichtslosen? Den Gesichtslosen, ja. Der Gesichtslose ist auf jeden Fall das Blutopfer. Ich glaube, eine Patrone hätte ich im schlimmsten Fall auch noch, allein schon durch die Vulkangrille. Gibt so gesehen keine direkte Vorgabe, wie die Opfer für die Richterin auszusehen haben. Also kannst du das selbst. Ich würde da wirklich auch sagen, irgendwie, weil ich mal mitgekriegt habe, wahrscheinlich durch Nitan, irgendwie eine Patrone hier aus der Grille geben und dann auch wirklich da ins Gebet eingehen und mir wirklich dann da eine Weile quasi so halb meditierend, halb ruhig bleiben, um dann halt für mich dann so ein bisschen in Ruhe zu finden einfach. Ja, es ist auch nicht ungewöhnlich, wenn du dich jetzt hier auf den Boden wirfst, dich entsprechend den Kopf auf den kalten Boden legst und entsprechend in Gebet versunken bist. Das ist nicht ungewöhnlich. Das tun viele hier. Dachte ich mir. Also das wird dann so meine Beschäftigung wahrscheinlich größtenteils sein. Zusammen mit anderen Betenden verharrt Jakob länger im Tempeldom der Stadt Dada. Und so gesehen gehen wir entsprechend über zur Abendwache. Und Jakob ist so gesehen mit dem Erklingen zum Aufruf des Gebets schon längst fertig mit dem Gebet. Alle strömen hinein, du strömst hinaus. Ja, das wäre die Frage. Was wollt ihr tun? Wollt ihr aufbrechen? Wollte noch mit irgendjemandem reden. Ich würde nur so eine Nachricht schicken, irgendwie an Nitan. Du weißt noch, wo du letzte Mal irgendwie die Frau mit dem grünen Turban gesehen hast? Ich glaube, da waren ein paar gute Stellen gewesen, um ordentlich Kohol zu kriegen. Das heißt, wir treffen uns da? Ich sag nur, da bin ich. Gut, wir sehen uns dann nachher. Ich sag den anderen Bescheid. Und schick dann halt die Nachricht an Anuket und an Zeno, dass Jakob und ich halt... Nochmal versuchen gehen, zu, also nochmal feiern, oh Gott, versuchen feiern zu gehen.
Sie sind herzlich eingeladen, uns zu begleiten. Ja, und somit feiert ihr einen noch entspannten Abend am 17. Tag im Segment des Boten. Entsprechend bei Begemmenspiel und Kohol. Ich wollte noch gucken, ob ich hier im lokalen Netz was finde zur Vasuda Ganesan. Mhm. Ob ich dann Kontakt finde. Klar, die steht im Personalverzeichnis, mehr oder weniger auf der öffentlichen Seite des Mathematischen Instituts. Also okay. Nur ein Steinwurf von dir entfernt. Dann würde ich ihr eine Nachricht schicken mit der Bitte um Kontaktaufnahme. Ich hätte Fragen zur Mystiker-Krankheit und zu ihren Forschungsergebnissen, ob sie Zeit hätte. Brauchst du unmittelbar eine Antwort auf kürzester Zeit auf deine, weiß nicht, Text- und Audio-Videonachricht? Wie schickst du das? Eine Textnachricht einfach. Mhm. Dann ruft sie dich unmittelbar zurück. Okay. Ein Videobild zeigt sich auf, eine Frau mit zwei Nasenringen, grünen Lidschatten und entsprechend dunkelgebräunter Haut guckt dich an. Ja, sie haben eine Frage. Anuk Yetvasat, mein Name. Ich bin Ärztin und ich habe interessante, sagen wir mal, Veränderungen festgestellt an Personen und bin auf ihre Forschungsergebnisse gestoßen. Mhm. Ja, ich habe in den letzten zwei Zyklen entsprechend dazu geforscht, ja. Habe verschiedene Personen auffindig gemacht, habe sie entsprechend durchgemessen, habe entsprechend diese interessante Anomalie des Gleichklangs, des symmetrischen Echos, der Resonanz gesehen. Konnte es mir aber wissenschaftlich nicht erklären, warum das so ist. Ich hatte das gleiche Problem. Wo sind Sie denn? Dann komme ich einfach bei Ihnen vorbei. Ich habe jetzt gerade Feierabend im Institut. Ich bin in unserem Schiff. Wir können uns aber auch woanders treffen, wenn Sie möchten. Dann kommen Sie doch einfach zum Chai-Haus in der abgewinkelten Gasse. Okay. Das ist sehr schön ruhig und nicht so viel Betrieb. Ja, gut. Dann treffen wir uns da gleich. Genau. Die abgewinkelte Gasse heißt deswegen so, weil sie mehr oder minder so das Zentrum eines Schneckenkreisels halt ist. Und dort ist es halt Sackgasse. Gut, dann schicke ich auch an alle Crewmitglieder, dass ich jetzt da hingehe und eine Wissenschaftlerin treffe. Es darf auch jemand mitkommen, wer möchte. Wenn du entsprechend dorthin kommst, siehst du auf jeden Fall sie in einem sehr weiten, orangefarbenen Kleid da sitzen. Also wirklich überall aufgefächert und eben die Haare zurückgebunden. Mhm. Und eben die vorigen sichtbaren grünen Lidschatten und in Kombination mit den zwei Ringen in der Nase und dann siehst du noch weitere fünf Ringe am rechten Ohr. Und sie guckt sich dann noch an. Ah, sehr schön. Stellt sich dann noch kurz vor, in dem Sinne, dass sie sagt, sehr schön, Sie zu treffen. Wie gesagt, Vasuda Ganesa, Professorin für Anomalien im Bereich der Medikologie. Sehr erfreut. Und Sie stammen, überlegt dann, schaut euch so länger an, aus Xalos. Sie haben also eine Medikologenausbildung von den Samaritern erhalten. Das ist soweit korrekt. Das fand ich vorhin schon in Ihrem Auftreten, als ich Sie zurückgerufen habe, sehr interessant, weil ich habe nicht so viel Kontakt mit Leuten vom Orden und wäre sehr interessiert daran, was die neuesten Forschungsergebnisse vom Orden denn darstellen, was man entsprechend zu diesem seltsamen Fall hat. Ich höre immer sehr viel darüber, dass der Orden sich sehr verdient gemacht hat bei der Erforschung der Mystikerkrankheit. Naja, verdient gemacht. Also dazu muss ich sagen, ich bin nicht im Orden und die Daten sind soweit unter Verschluss. Also merkst, wie sie sichtlich enttäuscht ist. Leid. Nun gut, ist ja nicht schlimm. Es hätte ja sein können, dass ich endlich mal Zugang bekomme zu anderen Ergebnissen, anderen Herangehensweisen. Der Orden ist ja bekannt für ihren Fortschritt, den sie nicht teilen wollen. Ja, ich kann Ihnen meine Ergebnisse geben, aber ich hatte zwei Probanden. Na gut, das sind ja schon mal besser als keine Probanden. Das ist ja etwas. Gut. Also, wie gesagt, ich habe mich länger mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Daten sind halt schwierig. Es fällt halt auf, dass es halt irgendwann ein Ereignis gab. Ich nenne es irgendwie so eine Art, ja, Resonanzwelle. Wie gesagt, plötzlich sind relativ viele mit der Mystikerkrankheit infiziert. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall tauchen sie sind körperlich völlig gesund oder haben halt weiterhin menschliche Leiden. Aber es ist halt auffällig und ich
beobachte, dass aktuell das so schubweise sich verbreitet. Mhm. Gibt es denn irgendwelche Häufungen an Orten? Also an Zeiten haben Sie schon festgemacht, aber ist das vielleicht örtlich? Nein, wir haben, viele Leute sind ja am Reisen im dritten Horizont. Viele Händler kommen hier vorbei und ihre Crewmitglieder kommen dann teilweise auch hier und werden entsprechend dann festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht in den Daten. Wir haben mittlerweile die wenigen Medikokenhäuser, die wir selber betreiben, angehalten, entsprechend zu prüfen, ob jemand auffällig ist in den Messergebnissen. Daher habe ich auch die entsprechenden Forschungsreihen. Okay, also Sie haben eine Diagnostik erstellt. Die Frage ist, was ist die Identifizierung. Was es auslöst und wie wir es behandeln können, ist uns immer noch ein Rätsel. Ja, die Frage ist, ob es behandelt werden muss. Welche Auswirkungen hat die Krankheit denn? Nun, das ist bei jeder Person anders. Wir haben ja verschiedenste Effekte. Das Einzige, was auffällt, war, dass im Rahmen der ersten zwei Wellen die Personen dann relativ schnell untergetaucht sind. Also sie sind verschwunden. Ich bin mir aber, nachdem wir hier keine großartige Präsenz vom Orten haben, vermute ich nicht, dass es mit diesen Entführungen von der Kyrolis-Station vergleichbar ist. Aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr aufgetaucht. Das ist seltsam. Einfach so. Ja. Ohne, dass der Orden hier aufgetreten ist. Der Orden hat hier keine großartige Repräsentation. Der Orden ist effektiv aktuell nur anwesend durch die Klosterkreuzer, die entsprechend hier die Blockade aufrechterhalten. Verstehe. Aber die Blockade halten sie letztendlich nicht in Dabaran aufrecht, sondern im Nachbarsystem. Nun, was mich interessiert ist, ich habe zwei Probanden. Bei einem Probanden ist überhaupt nichts Auffälliges an Symptomatik und der andere hat manchmal sowas wie epileptische Anfälle. Da ist jetzt die Frage, was das soll, und das lässt sich ja, sagen wir, medizinisch erstmal nicht erklären. Leider nicht. Nein. Wir haben Ähnliches beobachtet, aber wir haben da kein klares Muster gefunden. Scheinbar ist das eine sehr individuelle Geschichte, die nicht zuordnungsbar ist. Ich kann nur feststellen, dass immer mehr verschwunden sind, gerade aus den ersten Wellen, aber irgendwann hat das aufgehört. Also die Leute sind nicht mehr weiter verschwunden. Deswegen konnte ich dann in den letzten zwei Segmenten massive Fortschritte machen, weil sie sind dann nicht mehr abhanden gekommen. Können Sie mir vielleicht Ihre Ergebnisse zukommen lassen? Ja, ne, da habe ich kein Problem mit. Weil das ist ja etwas, was wir hier herausfinden müssen. Auch wenn der Orden seine Forschungsergebnisse nicht rausgibt, arbeiten wir ja intensiv mit dem Institut zusammen, aber die sind noch ahnungsloser als der Orden. Deswegen hatte ich gehofft, dass Sie mehr aussagen können. Mhm. Na gut, ich hatte auch gehofft, dass Sie schon mehr wissen, aber offenbar scheint das nicht so einfach zu sein. Nein. Wir sind hier noch sehr am Anfang. Vielleicht werden wir irgendwann in 2, 3 Zyklen irgendwann rausfinden, was hier vor sich geht. Und solange müssen wir halt die Leute in Beobachtung halten. Also ich bin ja schon froh, dass sie jetzt nicht mehr verschwinden. Das erlaubt mir festzustellen, ob sich ihr Zustand mittelfristig verschlechtert. Mhm. Spannend, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank und wir bleiben in Kontakt. Ja, wollen Sie den Chai wirklich nicht austrinken? Ich gucke den so an. Nein, danke. Können Sie gerne haben. Nimmt ihn, trinkt ihn mit völliger Seelenruhe und Gelassenheit. Wollen Sie wenigstens das Glas Wasser dazu? Sonst werden Sie noch hier verdursten. Ja, natürlich. Ich nehme einen Schluck Wasser. Ja, im Laufe der Abendwache kannst du dann wieder zurück zum Schiff gehen. Ich weiß nicht, ob die anderen dann irgendwann wieder zurückkehren. In den frühen Morgenstunden. Gut, sind wir am 19. Tag im Segment des Booten im 62. Zyklus der Kyrolis-Station wieder an der Morgenwache angekommen. Was wollt ihr heute tun? Oder wollt ihr jetzt aufbrechen? Nachdem ich die Katze versorgt habe, bin ich tatsächlich für einen Aufbruch. Oh. Nicht, dass die Katze wieder verhungert. Habt ihr denn gestern so eine Erfahrung gebracht, als ihr draußen rumgelaufen seid? Gibt's Arbeit? Auf der Kyrolis-Station. Da müssen wir jetzt lang, bevor wir nach Zardos B kommen. Nach Zardos allgemein. Ob ihr nach B dürft, ihr dürft nicht nach B, ihr dürft nur in die Fremdenstadt. Genau, das habe ich noch, da können wir auch mal an der Stelle einstreuen. Du bekommst dann irgendwann im Laufe des restlichen Tages, kam die Nachricht dann von Chandra, vom Archiv des Ordens des Parier, die Unterlagen, wo du entsprechend ausfüllen darfst, wer alles reist, also die kompletten Crewmitglieder. Besonders wollen sie von jedem einen Biocode haben, also einen genetischen Fingerabdruck. Nur den Hashwert, also nur die Signatur. Ja, ich würde sagen, Anoket, um Samira zu bestatten, müssen wir das hier mal machen. Mhm. Das ist aber für Anoket kein großes Problem. Das erledigt ein kleines Gerät in der medizinischen Station. So etwas üblich? Für Hochsicherheitsbereiche, ja. Wart dann wohl auf der Coriolis. Hm?
Okay. Ich will nicht mitfliegen. Hast du so ein Problem damit? Ja. Ich meine, wir müssen nur den Sequenzcode übermitteln. Wir müssen aber kein Muster abgeben insofern. Also es geht nicht um den genetischen Code als solches, sondern eben nur die ausgerechnete Summe, die nicht zurückrechenbar ist. Sie können sagen hinterher, dass du bist und nicht... Mehr kriegen sie damit nicht raus. Irgendjemand anders. Ja, wir können ja auch die Katze nehmen und... Das würde, glaube ich, auch. Ich glaube, das würde wahrscheinlich auffallen. Die Idee gefällt mir. Mal gucken, ob es auffällt. Also wenn du das machen möchtest, hätte ich gerne eine Probe auf Datagen minus 2. Wenn ich das Blut der Katze haschen möchte? Ja, deswegen, du musst es halt so kaschieren, dass es aussieht wie ein Menschending. Ja, ich kann es ja mal probieren, oder? Hast du Datagen? Ziemlich genau 0. Dann darfst du es, glaube ich, nicht mehr würfeln. Genau, richtig. Dann darfst du es nicht würfeln. Und ich habe zwar Datagen, aber keine Ahnung von Biologie. Das ist nicht so das Problem. Probe. Du könntest auch Wissenschaft benutzen, auch okay. Ja, Wissenschaft habe ich. Ob du aus Nitan und der Katze einen Hybrid machen kannst. Oh, ein Katzenhybrid! Also Wissenschaft minus 2, oder was? Mhm. Das ist schon eine knifflige Aufgabe, sowas zu faken. Möchtest du nochmal neu würfeln oder möchtest du uns einfach da in den Untergang laufen lassen? Ich würde den nochmal zum Boten spielen. Na dann, schauen wir mal, ob 2, 2, 3, 1... 3, 3, 5, 3, 5, 5. Okay, also du berechnest irgendwas aus, was irgendwie aussieht wie ein Ding, aber du bist nicht sicher, ob das richtig ist. Möchtest du es wegschicken? Ja, die Frage ist, ob die das prüfen. Das weißt du nicht. Nitan, wie sieht's aus? Also du hast keine Ahnung, ob das funktioniert hat. Kann mich mit dieser Probe irgendwer von außerhalb identifizieren? Das auf jeden Fall nicht. Nein. Jemand muss eine Probe von dir nehmen und es berechnen und dann vergleichen. Na gut. Würde nur stehen, 42 und nicht mehr. Was befürchtet denn Nitan, wenn sie den Biocode abgibt? Dass das irgendwie in die Hände der Legion gerät. Also die falschen Legionshände. Mhm. Aber du weißt auch, dass der Orden mit der Legion so ziemlich die letzte Fraktion ist, die miteinander Sachen teilen. Ich mag den Orden ja auch nicht. Kommt der irgendwo her? Als Spinner. Stell dich nicht so an, tu es für Samira. Sagt die jetzt irgendwie nicht mehr ins Gespräch mit rein wollte? Ja. Das war wirklich nicht leicht. Dass du nichts sagst, ja, da hast du recht. Okay, also ihr schickt jetzt keine veränderten Daten, sondern schickt wirklich nur die Signaturen. Wie gesagt, das ist nicht rückrechenbar, aber man kann halt rausfinden, wer ist. Habe ich mir gut. So viel Mühe gegeben, aber gut. Sicher ist sicher. Gut, ihr verlasst auf jeden Fall den Planeten Dabaran. Ihr seht, wie der orangefarbene, sandfarbene Planet unter euch immer kleiner wird und ihr hinfliegt zu dem Doppelstern im Zentrum des Sonnensystems hier. Und dort am großen Stern ist das Portal. Eins dieser Portale, davor schwebt bedrohlich ein Klosterkreuzer des Ordens. Die erste Sicherheitsstufe, um in das abgerickelte Huraru-System zu fahren. Aber ihr wollt ja erstmal zurück nach Riegel und dann über Melix Algebra? Okay. Medio, Mafik, Kap und dann Kua fliegen. Und dafür bräuchten wir eine Person, die jetzt entsprechend die Portalreise berechnet mit Wissenschaft. Und dann braucht man eine entsprechende Probe auf Pilot. Wie gut das gelingt. 10 Uhr bist du in der... Oder du, Hanuk? Ich kann beides machen, wenn ihr wollt. Wenn das... Außer ihr zahlt entsprechend eine Gebühr von... für die lange Reise von 300 Birr, um euch das aktuelle Routenergebnis vom Institut zu kaufen. Kriegen wir auch selber ausgerechnet. Ja, ich denke auch. In Wissenschaft, das sollte doch machbar sein. Ja, siehst du. War nie wieder gesehen. Nein, warte, das hatten wir schon. Ich hatte doch auch schon jetzt noch den Talisman. Der hängt wirklich im Cockpit-Bereich. Genau. Beim Plus die Frage ist nur, möchtest du, dass der Talisman für Wissenschaft oder für Pilot wirkt? Pilot. Tja, Anuk, du hast keine Unterstützung und du hast beim letzten Gebet nicht zum Boten gebetet. Stimmt. Aber ich bin gerade so, so erleichtert, dass wir diesen mega heißen Planet ohne Pistazien und voller scharfer Dinge verlassen, dass ich einfach nur weg möchte. Das motiviert mich enorm. Ich fand es wunderschön auf der Baran. Wir könnten eigentlich wieder zurückfahren. Hui. Hui, pui. Okay, immerhin. Also du kriegst irgendwie eine Formel für die Reise zusammengerechnet. Ja. Die Berechnungen gehen auf. Und dann wäre jetzt noch die Probe auf Pilot notwendig. Oh,
Probier's mal. Minus plus eins. Und, das Ding bringt dir plus eins, genau. Ein Erfolg. Reicht ja wohl. Okay, dann geht ihr entsprechend alle in Kryostase. Und über euch geht die Klappe zu und es wird initial erstmal kalt und dann seid ihr weg. Und das Schiff fliegt per Autopilot in das Portalfeld. Und ihr seid nicht gerade schnell unterwegs, weil so gut waren eure Proben jetzt nicht. Das heißt, ihr kommt am 33. Tag im Segment des Booten in Kua an. Und dann geht entsprechend, nachdem ihr den Ort erreicht habt, wo ihr hin wolltet, geht dann die Kryostase wieder rückwärts. Ihr werdet wieder aufgetaut. Euch ist bitterlich kalt, aber immerhin habt ihr die Reise gut überstanden. Der Schiffscomputer zeigt euch an, es ist wie gesagt der 33. Tag im Segment des Boten im 62. Zyklus. Keine Zeitanomalie wie beim letzten Mal, als ihr nach Kur gereist seid. Danke, dir Reisender. Ich habe Hunger. Ja, du hast immer Hunger. Gar nicht. Können wir noch Pistazien kaufen gehen? Genau, wir müssten mal zur Coriolis-Station wenigstens einmal kurz halten. Ihr wart 14 Tage unterwegs. Ja, dann machen wir das doch. Und ich kümmere mich mal darum, dass wir noch einen Schei haben. Noch eine Katze? Dürfen wir anlegen überhaupt im Dock? Oder wenn ihr entsprechend die normalen Dockgebühren zahlt, kommt ihr auf jeden Fall an einem normalen Dock an. Oh, da musst du die Geld haben. Bleibt uns jetzt, glaube ich, nichts anderes übrig. Ja. Ich können wir ja verhandeln. Nichts Geld, nichts anlegen. Oder kommen wir wieder in den Knast. Ja gut, und so ist ja alles geklärt, wenn wir immer mal wieder einkaufen. Ja, ihr kommt entsprechend dann an der Frühlingsblase raus. Und es ist mittlerweile halt die Tagwache angebrochen. Sogar Abendwache. Ihr seid bei der Abendwache dann entsprechend auf der Coriolis-Station wieder. Und ihr dürft mal, wenn ihr dann so die Gassen am der Frühlingsblase entlang geht, auch Beobachtung mal würfeln. Ja, Jakob hat einen Erfolg. Und ist so gesehen die einzige Person, die irgendwas wahrnimmt. Jakob, du siehst ein sehr interessantes Graffiti an einem der Gangseiten angebracht. Mit mehreren Farbschattierungen. Ich würde dann stehen bleiben und mal gucken gehen. Das so, ja, du gehst dann ein bisschen ab, die anderen laufen halt weiter, du guckst dir das Ding genauer an. Es hat was von der Ikonendarstellung, aber die Ikone ist dir fremd. Ich bleibe natürlich so ein bisschen dann davor verwirrt stehen, so. Was ist das denn? Kann ich da irgendwie mit so einem Tabular oder irgendwie sowas ein Foto von machen? Wahrscheinlich oder so. Du kannst ein Foto machen, das ist kein Problem. Genau, willst du noch so ein Foto machen? Es wirkt für dich wie eine Person, die schwarze lange Haare hat, ein goldenes Haupt auf hat und vor sich eine komisch geformte Vase hält. Das Kleid stellt Sonnen und Sterne dar. Du hast diese Ikonendarstellung noch nie gesehen. Okay. Ich würde ein Foto, wenn ich ein Foto habe, das einfach mal an die Gruppe schicken. Und so, habt ihr das nicht gesehen? Nee. So einfach nur so tick. Und dann komme ich so von hinten irgendwie ein bisschen hinterhergelaufen. Wer soll das sein? Sieht das nicht aus wie so eine Ikone? Ja, aber welche? Ist doch wie eine Ikone. Ja, es ist eine Ikone, aber für wen steht das? Okay. Ja, ihr geht dann entsprechend verschiedene Gänge hoch, ihr geht diverse Treppen hoch, ihr geht so gesehen mehrere Etagen hoch. Die Bereiche von Coriolis sind ja sehr, sehr hohe Hallen, wo links und rechts entsprechend auf den Etagen auch noch was ist. Und je höher man ist, umso abgeschiedener ist man halt. Ganz oben wohnen wirklich so die ganz abgeschiedenen Baracken zum Schlafen. Und eben auch die minderwertigen Bereiche, wo man halt nicht hingeht, weil es einfach mühsam ist, da hochzukommen. Und genau in einer dieser oberen Etagen kommt ihr dann an ein Büro heran, wo einfach mit sehr einfachen Buchstaben freie Nachrichten einfach nur steht, aber nicht sehr groß. Und drunter da eben Inhaber Drevosol Amadi. Wirkt jetzt nicht sehr nobel. Davon bin ich ausgegangen. Ja, ich weiß nicht, ob wer von euch mit möchte. Er will Informationen haben über das, was wir erlebt haben. Mhm. Er gibt uns Geld dafür und würde das... Warum? Informationen sind kosten immer Geld. Wir können es natürlich auch kostenlos geben, gell? Wenn dich das stört, dass wir dafür Geld kriegen. Nee, das ist nicht mein Problem. Jakob, du hast mir einfach nur eingefallen. Esst du meinen Namen daraus? Es wird nur...
Samiras Namen fallen. Gut. Ich habe eh schon wieder viel zu viel Aufmerksamkeit erregt. Brauche ich nicht noch mehr. Echt? Ist mir nicht aufgefallen. Wann war das? Auf der Party abends letztens? Als ich die Aussage getätigt habe. Als wir letzte Mal hier waren. Und vor diesem unsäglichen Rat stehen musste. Und Akuba Kusha. Vor dem Grundziel wart ihr ja nicht. Die hat ja alles aufgezeichnet. Ich war nicht mit da, weil ich wegen den Schulden nicht aus dem Dock durfte. Genau. Mich zwang, meinen Namen zu nennen. Das, ja. Aber auch wirklich empfindlich. Sollen wir dir einen Decknamen ausdenken? Wer weiß, dass du mir dann für einen Namen verpasst. Sowas wie Mimi oder so. No, Kat, ich erinnere dich nächste Mal daran, wenn wir wieder mit Leuten von dem Orden in Kontakt stehen. Ja, bei denen hilft das nicht. Richtig, Mimi. Nein, nicht ich, Mimi, Nitan, Mimi. Anoket, auch ich habe Leute, von denen ich ungern gefunden werden möchte. Ich bin also darum bemüht, dass mein Name nicht regelmäßig in irgendwelchen Zeitschriften, Bulletins... Der Name ist übrigens nicht durchs Bulletin gegangen. Das hat Akuba Kosha schon richtig eingefädelt. Aber der Rat, das Konzil, kennt euch. Ja, es muss nicht sein. Er ist doch gut. Dann fällt es wenigstens auf, wenn du verschwindest. Wird nur die Leute nicht interessieren, dass es aufgefallen ist. Ja, leider nicht. Möchte jemand von euch mit? Ich gehe mit, wenn... Ja doch, ich gehe mit. Warum nicht? Was machen denn die anderen derweil, während ihr in dieses Büro gehen wollt? Mich interessiert das auch. Ja, sehr gut. Dann scheine ich alleine über die Plaza zu schlendern. Nein, ich setze mich in irgendein Teehaus und trinke Chai. Ich komme da nicht mit. Brauche ich nicht. Außerdem passt ihr auf Jakob auf, dass er keinen Blödsinn macht. Zeno passt darauf auf, dass Jakob keinen Blödsinn macht. Natürlich. Bin der Beste. Du vertraust uns so wenig. Das ist immer echt erstaunlich. Bestens geeignet. Wir hatten seinen Hintern in eine Kamera gehalten. Ah, wenn Anoket da nicht die Weinsachen ordentlich kontrolliert hatte, dann fiel das halt auf. Was? Nee. Dass dein Hintern nackt auf einer Verlobungsfeier aufgetaucht ist, ist allein deine Verantwortung. Ja, der war ja auch noch was dran an dem Hintern. Der war ja nicht alleine da. Ich hoffe, dass der Rest von Jakob da noch dran war. Das klang jetzt bei dir so, als wäre der Hintern alleine da gewesen. Ach, du Kid. Du machst ich durfte ja nicht mal mitfeiern. Ja, weil du wieder irgendwen beleidigt hast mit deiner leicht unsozialen Ader. Unsozial? Ich bin total sozial. Ich wohne auf engstem Raum mit was weiß ich wie vielen Menschen zusammen. Ich zähle so durch, so eins, zwei, drei. Tubra, Farid, Chai. Chai ist eine Katze. Ja und? Anoket, deine sehr direkte Art kommt nicht bei jedem gut an. Wir haben gelernt, damit gut umzugehen. Wir mögen dich. Andere sehen das anders. Wenn ich jetzt auf Servicepersonal treffe, dann deren Aufgabe ist, Essen zu servieren, dann muss es doch auch essbar sein. Hast du der Frau nicht gesagt, dass ihr Essen furchtbar ist und ihre Küche dreckig oder so? Während ihr so weiter diskutiert, geht dann die Tür plötzlich auf und Trifusol Amadi guckt raus. So, viel Spaß. Wir sehen uns. Tschüss, Mimi. Guckt durch die Gruppe, sieht wie den Rücken von Nitan, die dann wegmarschiert. Und guckt dann Jakob an, dann strahlt sein Lächeln, drei Goldzähne blitzen kurz auf. Er gestikuliert mit seiner Zigarre herum. Kommen Sie rein. Ich habe mich schon gewundert, was für eine Diskussion das wieder ist. Ob wir die Nachbarn wieder darüber diskutieren, ob wieder der Müll heruntergetragen wurde oder ob irgendjemand hier auf den Gang gepisst hat. Kommen Sie rein. Ja, haben Sie Dank für die Einladung. Ja, das Büro ist wirklich vollkommen in Rauchschwaden gehüllt. Und ein Deckenventilator treibt so gesehen die Rauchwolken nur hin und her, was irgendwie aussieht wie ein komisches, ja, Wirrwarr an Rauchschwaden. Er zeigt dann auf eine größere, sehr durchgesessene Couch und einen Holzstuhl und setzt sich dann hinter seinen sehr abgenutzten, aber sehr schweren Schreibtisch und macht den Aschenbecher noch weiter voll. Ich werfe mich aufs Sofa, damit ich auf den Holzstuhl muss. Vielleicht war die Wahl des Sofas nicht so gut, weil du versinkst so halbwegs in dem Ding. Also du hast das Gefühl, okay, wo hört dieser... Gibt es überhaupt irgendeinen Widerstand? Das Ding ist so durchgesessen. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen Sie wahrscheinlich eher früher als später umbringen wird? Das dürfen Sie, aber ich werde darauf nicht hören. Das ist Ihr gutes Recht. Niemand hört auf meinen Rat. Setzen Sie sich, verweist noch auf Jakob und Zeno.
guck so ein wenig auf die Sache und setze mich dann so auf die Kante vom Sofa. Die hat keinen, die scheint da irgendwie auch schon durchgebrochen zu sein. Ich habe ja auch der Mimi den Rat gegeben und zwinker so Jakob verschwörerisch zu, dass sie sich ein Denkmalen zulegen sollte. Aber auf mich hört sie ja nicht. Okay, du solltest mit den Medikamenten aufpassen. Wollen Sie stehen? An Xino gewandt? Nein, ich nehme da Platz halt. Wahrscheinlich wird Ihre Medikurin gleich sagen, wenn Sie da oben sitzen, dann kriegen Sie mehr Rauch ab, als wenn Sie unten sitzen. Ja. Und lacht dann schallend. Gleich, ich nehme den nächstbesten Sitzplatz. Kannst du sie noch auf die Couch dazu quetschen oder auf den Holzstuhl sich setzen? Dann nehme ich den Holzstuhl. Das war wahrscheinlich die beste Wahl. Du sitzt nämlich völlig normal und nicht so verkrampft wie die beiden anderen. Wie viele... Wir hatten ja darüber... Ich hatte Ihnen ja gesagt, ich kann schwierig darüber reden, was ich für einen Auftrag an Sie habe, weil ich befürchte, dass meine Informationskanäle regelmäßig, wenn ich sie über das Bulletin-Netzwerk schicke, abgehört und versucht wird, entsprechend zu entschlüsseln. Das Bulletin mag mich nicht, weil ich unbequeme Tatsachen immer wieder hervorrufe. Ja, ich hoffe mal, dass wir da auch es irgendwie zusammenfinden können. Genau. Und Jelle Kohari hat mir gesagt, die könnten mir entsprechend ein genaueres Bild liefern, weil ich habe die Vermutung, dass, wie ich so das Konglomerat und das Konsortium einschätze, dass bei dieser ganzen Geschichte um die Bombardierung der Sippe von Sultra irgendwas unter den Teppich gekehrt wurde. Und die Freien Nachrichten würden ihren Namen nicht so tragen, lacht er nur, wenn ich nicht wirklich die Nachrichten freigeben würde, die das Bulletin nicht frei sehen möchte. Wenn der Jailer Kohari hier würde, sie ihnen erzählen, wie unfreundlich man mit Leuten umgeht, die die Wahrheit ans Licht fördern möchten. Ja, man erschießt sie im günstigsten Fall. Das sollte ihnen doch egal sein. Sie haben eh nicht mehr lange zu leben. Ja, aber ich nutze mein Leben in vollen Zügen und werde entsprechend dafür sorgen, dass ich in die Geschichtsbücher des dritten Horizontes eingehe. Als derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Wahrheit ans Licht kommt, was für dreckige Machenschaften hier abgezogen werden. Sieht dann genüsslich an der Zigarre, wirft mehrere Rauchringe in den Raum und meint dann noch, und deswegen ist es mir immer wichtig, gute Informanten und gute Quellen zu finden. Und Jelle Kohari hat entsprechend für ihre Crew, Mr. Gallup, sehr doll für sie geworben, hat doch ihre Kontaktperson, die Samira hieß sie, gell? Ihr entsprechend schon Hinweise gegeben. Und ich denke, sie wollten im Gespräch meinte ja Jailer Kohari zu ihnen, sie wären vielleicht interessiert daran, zusammenzuarbeiten mit den Freien Nachrichten. Nicht den Kopf so leicht schief, so. Oh, das kann man so sagen. Samira hat noch das ein oder andere Geheimnis zum Lüften. Gut. Fangen wir doch mal einfach mit dem Ding an, was sie mir unmittelbar erzählen könnten, so als Freundschaftsbeweis. Und ich werde entsprechend sie, je nachdem, wie viele Informationen sie haben, entsprechend auch bezahlen. Erstmal sollten wir darüber reden, über welches Geld wir überhaupt reden, bevor ich hier irgendetwas sage oder wie irgendwas erzählen. Dann würfel doch mal auf Manipulation. Vielleicht Freundschaftsdienste hat, okay, aber dass man alles direkt ausplaudert. Nein, das ist völlig okay. Wahrscheinlich ist das jetzt, wenigstens mal Erfolge. Ja, guck dich dann so an. Gut, beziehungsweise darf ja noch gegenverhandeln, da fällt mir noch gerade auf. Du hast zwei Erfolge. Mal schauen, was Drevusul Amadi für ein Fuchs sein könnte. Okay, ja, du hast einen Erfolg mehr als der werte Amadi. Und er meinte nur, gut, fangen wir damit an, dass ich ihn eine Geldsumme hinlege und sie mir so viele Informationen dafür geben, wie sie denken, dass dafür wert wäre. Und wenn ich mit ihnen übereinstimme, dann können wir dann weiter über die nächste Summe reden. Klinge das okay? Sie wissen, was sie an Geldsumme haben und ich verliere eine Geldsumme, wenn sie mir die Informationen nicht geben, die mir ausreichen. Aber wenn ich mehr erfahren möchte, lege ich mehr drauf. Darüber kann man reden. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich biete Ihnen 2000 Birr. Und je mehr interessante Informationen Sie mir geben, umso mehr lege ich diese Summe nochmal drauf. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, was wussten die schon? Kannst einfach mal anfangen und irgendwann würde sagen, okay, das wäre meine neue Information. Also alles, was offiziell übers Bullet gegangen ist, wissen Sie natürlich. Genau,
Meine Crew und ich, wir waren in den Sümpfen von Sultra gewesen. Wir waren da gewesen, wo die Herrin der Tränen ihre Arbeit jetzt geleistet hatte. Wir sahen den Abgesandten in seinen letzten Zügen. Also ist er wirklich tot. Das Bulletin hat darüber nichts gesagt. Gut, ich lege nochmal 2000 Bier drauf. Genau. Wir sahen, wie er tot war und im Geist mit uns sprach. Und auch mit den anderen dann irgendwie das Lied ertönte. Ich gucke so ein bisschen zu Zeno. Guck mich jetzt an. Und wir waren dann da gewesen, wo die Krieger des Lichts ihr Lager zur Internierung aufgebaut haben. Das deckt sich soweit mit dem offiziellen Bericht, ja. Und was wir jetzt auch noch herausbekommen haben, ist, dass die Sachen hier, die. Eine Frage, der wir gerade nachgehen. Die Krieger des Lichts sind aufgebracht gewesen und haben so agiert, dass sich der Orden fragt, wieso sie so agieren. Bei den Strafen, die sie zu befürchten haben, ist die Frage, wer hat sie so aufgehetzt? Ist das bei Fanatikern nicht normal? Ja, aber es hat selbst interne, hochstehende Leute des Ordens sehr verwundert, was da passiert ist. Gut, das würde sich aber mit der Aussage des Ordens treffen, die gesagt haben, dass die radikalen Kräfte nicht für sie sprechen. Und der zweite Punkt ist noch, den wir jetzt herausgekriegt haben durch die hohen Stellen, dass es nicht der Orden war, der das Ganze bombardiert hatte. Das sind neue Informationen. Haben Sie denn eine Vermutung, wer es dann stattdessen war? Wenn ich drüber nachdenken müsste, würde ich sagen, ich würde vermuten, diejenigen, die dieses merkwürdige Schiff da hatten. Meine Augen ziehen sich zusammen. Wie meinen Sie das, merkwürdiges Schiff? Es war wie ein Schmetterling mit schlagenden Flügeln. Das mal auf Beobachtung würfeln. Es wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Oh nein. Ja, der Moment, wo er so die Augen zusammenkneift, du hast irgendwie das Gefühl, der hat davon schon mal gehört. Meint er nur, das ist eine neue Information. Ich lege nochmal 2000 Bier drauf. Aber auch nicht ganz so neu, wie ich gedacht hätte bei Ihnen, oder? Manipulation. Oh. Kritischer Erfolg mit 3 Erfolgen. Er guckt dich dann so an. Nein. Ein Schmetterlingsschiff ist mir nicht fremd. Ich hatte einen ähnlichen Bericht dazu schon mal gehabt. Im Segment des Spielers, im letzten Zyklus, im 61. Zyklus, hatte ich eine Crew ausgeschickt, ein Nachrichtenteam. Habe ich undercover auf das Schiff der Ghazali entsendet. Sie wissen um die Ghazali? Sie ist verschwunden, oder? Korrekterweise ist dieses Schiff in die Sonne gestürzt. Und zwar im Hamura-System. Die Ghazali wurde ausgesendet zusammen mit der Saphira, einem der größten Schlachtschiffe der Legion. Die Saphira ist seitdem verschollen. Es gibt keine genauen Ergebnisse. Und die Ghazali wurde schwerst beschädigt und war dann havarieunglücklich und ist aufgrund der Nähe zum Stern des Hamura-Systems in den Sternen verglüht. Mein Nachrichtenteam konnte mit letzter Kraft von diesem System, von diesem sterbenden Schiff entkommen. Aber sie haben etwas mitgebracht gehabt. Sie hatten mehrere Bilder mitgebracht von den Tafeln des Schiffes, als sie damals die Smart-Disc abgespielt haben. Und zieht ein relativ schlecht aufgelöstes Bild dann von seinem Tabula auf seinem Bildschirm, was auf seinem Schreibtisch steht, der dann aufflackert und ihr seht so gesehen die Rückseite davon. Und ihr seht so in der Silhouette des rot glühenden Sterns die Silhouette des Schmetterlingsschiffs, das sich ganz klar abzeichnet. Auch besonders die Rückseite, die eigentlich schwarz sein sollte, ist durchzogen von kleinen, feinen Äderchen, die aber sehr verwaschen aussehen auf dem Bild. Das hier war die Smaragd-Disk, wo diese Information drauf war, war dem Institut 200.000 Bier wert. Institut? So. Ja, sie wurde konfisziert. Sie wurde dann von der Legion. Die Legion hat es dann weiterverkauft, weil sie auch sehr gut der Quelle. Mein Team wurde nämlich von diesem Beweisstück befreit. Nur hatten sie vergessen, dass mein Team so schlau war, diese inoffiziellen Kopien vorher mich zu senden. Okay. Nur sind diese Bilder nicht verkäuflich. Es ist unmittelbar klar, zu wem sie gehören könnten. Und ich bin an der Sicherheit meiner Leute durchaus interessiert. Das muss man sein, wenn man die Verantwortung trägt. Aber besonders wenn man möchte, dass diese Menschen nicht dafür einarbeiten.
Das Vertrauen ist wertvoll. In der Tat. Ich gehe davon aus, halt, dass also dieses Schiff, als wir den Abgesandten in den letzten Moment sahen, sprach er auch davon, dass die Diener der Finsternis im Endeffekt da wären und auch halt mit die, also es klang für mich so, als ob die auch mit diesem Schiff in Verbindung stehen. Er nickt. Ich habe nicht herausfinden können, wo dieses Schiff hingehört. Alle Recherchen gingen ins Leere. Dieses Schiff ist nirgendwo bekannt. Ich habe das auch noch nicht so gesehen. Sie sagten, das Schiff wäre auf Kur gewesen. Direkt bei den Sümpfen von Sultra. Ich weiß nicht, ob mich diese Nachricht erfreuen oder eher beunruhigen sollte. Damit war es auch direkt an der Coriolis-Station. Bis jetzt war dieses Foto, wie gesagt, das einzige, was man gesehen hat von diesem Ding. Und das war am Portal von Hamura nach Taoan-System. Bevor die Legion Hamura zugemacht hat. Und wäre die Legion schneller gewesen, hätte sie wahrscheinlich auch das Uharu-System sich geholt. Aber da sitzt aktuell der Orden und bewacht grimmig diesen Ort. Warum, weiß ich nicht. Ich würde es gerne wissen wollen. Ich möchte wissen, was die Legion in Aufruhr bewegt hat. Warum die da jetzt dieses System abriegeln. Es ist nur ein Grubenunglück auf einem Gasplaneten. Und trotzdem haben wir seit mehreren Segmenten ist die komplette kurze Strecke der Dabaran-Kette durchbrochen. Alle müssen nun den langen Weg nehmen. Wie lange haben sie gebraucht? 14 Tage? Ich gucke so kurz quasi auf die mein Tabula. In der Tat, ja. Früher hat man die Route über Dabaran innerhalb weniger als 7 Tagen geschafft. Es wäre traumhaft, wenn das wieder so wäre. Mhm. Aber irgendwas ist im Tauan-System passiert, was beide, sowohl die Legion wie den Orden, aufgerührt haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Schiff irgendwas damit zu tun hat. Es ist ein Phantom. Und sie sagen, dieses Phantom war auf Kur. Was würde ich dafür geben, rauszufinden, was die Legion oder der Orden da unten fabrizieren? Ich gucke mich auch nochmal so ein bisschen um, dann so ein bisschen so. Genau, das sind im Endeffekt die Sachen hier. Wir wissen halt irgendwie, der Orden wird das Bombardement nicht durchgeführt haben. Das Schiff war da. Und die Leute, die da waren, der Abgesandte war da und ist verstorben. Und er sprach auch davon den Feinden, die jetzt da unterwegs wären. Er nickt dann nur. Gut. Ich glaube, wir haben ein gutes Vertrauensbasis. Ich lege nochmal 2000 Birr drauf, schiebe dir dann also 3 Texts mit jeweils 2000 Birr hin. Ich würde mich entsprechend darum bemühen, da weiter zu forschen. Ich danke Ihnen schon mal für diese Informationen, für diesen Austausch. Ich denke, ich bin daran interessiert, mit Ihnen weiter Geschäfte zu machen. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit und der Händler besiegelt dieses Geschäft und sorgt dafür, dass der Bote ihn hold ist, mir weitere Informationen zu bringen. Ich hoffe, dass der Bote auch noch hier viel Wahrheit ans Licht bringen kann und den Namen Samira... Nee, das hatten sie ja schon gesprochen gehabt. Jayla Kohari meinte schon, sie möchten gerne, dass die Informationen unter diesem Namen veröffentlicht werden sollen. Genau. Das ist nämlich eine sehr lobenswerte Geste von Ihnen. Ich mag Menschen mit einem Charakter wie Ihren. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass Sie mir hier offenbart haben, dass hier an der Stelle mehr dran ist, als man glauben mag. Und ich würde, wie gesagt, mich sehr freuen, wenn wir die Geschäfte hier vertiefen könnten. Das hoffe ich auch jederzeit gerne. Eine Gut. weitere Nachrichtenquelle neben dem Bulletin ist viel wert. Das auf jeden Fall. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Gut. Dann vielen Dank, Herr Gallup, für Ihre Zeit. Und möge der Händler weiter Ihnen freut sein und der Spieler Ihnen ein glückliches Platz fügen. Ich freue mich, wenn Sie wieder auf Coriolis kommen würden. Wenn ich Neues erfahre, werde ich Ihnen entsprechend eine Nachricht schicken. Wie gesagt, wie immer, diskret, ohne weitere Informationen, aber Sie wissen dann Bescheid, wo Sie mich finden können. Ja, selbstverständlich. Ich hoffe auf eine weitere Nachricht. Mögen die Kunden Ihnen weiterhin hold bleiben. Vielen Dank. So Ihnen. Und schüttelt dir dann energisch die Hände, hebt dir aus der tiefen Sofa wieder raus. Und ja, ihr kommt zurück auf die Abaya. Sammelt auf dem Weg noch Nitan wieder ein. Und ich weiß nicht, ob ihr noch auf der Coriolis-Station bleiben wollt. Ansonsten würde ich sagen, fliegt ihr einfach weiter Richtung Xalos-System. Und wie es weitergeht auf Xalos, was hat es genau mit dem Schmetterlingsschiff auf sich? Was hat der Orden mit seinen Abtrünnigen zu tun gehabt? Und wo fügt sich das alles zusammen, werden wir beim nächsten Mal herausfinden, wenn wir die Beerdigung von Samira auf Xalos begehen. Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr mit den Menschen hinter diesem Projekt gerne in Kontakt treten wollen, fühlt euch gerne eingeladen, auf den Community Discord zu kommen. Den Einladungslink findet ihr entsprechend in den Shownotes. Sollte euch diese Folge hier gefallen haben, würde ich mich entsprechend über eine positive Rückmeldung in Form von Daumen hoch, Sternen oder einen Rezensionstext sehr freuen. Vielen Dank.